Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, in der letzten Folge haben wir mit ihm, ihr, was auch immer, gesprochen. Ich weiß ja nicht, ob da eine Geschlechtsumwandlung gewesen ist oder wie auch immer. Also ich habe so verstanden, dass das eine Frau ist, die sich einfach nur verkleidet hat. Deswegen sage ich jetzt mal ihr. Auch wenn natürlich überall Paul steht, was einen ein wenig verwirrt. Und da sind jetzt einige Ausrufezeichen drin, sehe ich gerade. Moment, was haben wir denn hier? Profil Paul Perks. Ist in Wahrheit eine Frau, das ist klar. Das haben wir ja alles schon festgestellt. Behälter mit Pfeilen. Da war dieses Strüschnin oder so drin. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob das das gleiche Wort war, aber ich meine, das war genau das gleiche Zeug, was der eine auch drin hatte. Und Drohbrief, Mrs. Perk alias Paul bestätigte, dass sie sich mit Theodore Gilden über Imogen gestritten hatte. Paul, oder besser gesagt Mrs. Perks, betreibt nebenher Schmuggel für eine kriminelle Bande. Sie achtet dies als notwendiges Übel, um für die Kosten ihrer wahren Leidenschaft aufkommen zu können. Yachtsegeln. Ja, ist halt so die Verbrecherschiene, ne? Ich meine, wir haben im Endeffekt zwei Verdächtige aktuell. Es könnte der eine Typ da, dieser Archäologe, sage ich jetzt mal, sein. Der hätte auch ein Motiv gehabt. Auf der anderen Seite halt Mrs. Perks alias Paul. Ist natürlich schon, also ich tendiere natürlich auch, wie wahrscheinlich viele andere auch, so ein bisschen zu den Vorurteilen. Wenn es schon ein Verbrecher ist, warum dann nicht noch ein Verbrechen mehr? Sagte mir, dass das nicht ihr Messer sei, da sie ihr Werkzeug, auf ihr Werkzeug immer gut achte. Ja genau, da war ja noch die Sache mit diesem Seemannsmesser. Was mich dann allerdings wieder dazu bringen lassen würde, zu denken, dass es wahrscheinlich eher sie hier war. Tierischer Verdächtiger war nicht überrascht darüber, dass Mr. Gilden von Goliath getötet wurde. Ja, das stimmt. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, als wir zu diesem einen Archäologen da gingen, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich meine, der ist, ich weiß nicht, ob er überrascht war, aber das klang so, als ob er nichts davon wusste, meine ich. Ich weiß es, es ist schon so lange her. Sie sprach auch darüber, dass gerade Paarungszeit für Elefanten ist. Könnte natürlich auch was bedeuten. Da ist nichts Neues drin, eingepackte Habseligkeiten. Stimmt, und sie wollte auch verreisen. Das ist natürlich sehr, sehr verdächtig. Sagte, dass die beiden an einen Ort reisen wollten, an dem sie vor Theodore Gilden ihre Ruhe gehabt hätten. So, dann haben wir Goliath auf der Spur. Das ist scheinbar das, was wir als nächstes machen müssen, wenn ich jetzt die Symbole hier richtig deute. Da ist jetzt nichts groß dazugekommen. Beziehungsweise, nee, das ist ganz neu, ne? Der Elefant Goliath war bei Mr. Gildens Tod zugegen und konnte so Licht ins Dunkel dieses Fall bringen. Er ist zurzeit brünstig. Ich habe was anderes gelesen. Was ich mir zunutze machen könnte, um ihn anzulocken. Ich habe eine Idee, wie sich das bewerkstelligen ließe, aber dafür brauche ich folgende Hilfsmittel. Festen grauen Stoff, den man mit Gas befüllen kann. Was will der jetzt machen? Heißluftballon oder was? Ein Instrument, um das Trompeten eines Elefantes zu imitieren. Das habe ich, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß es gerade nicht. Habe ich da nicht so eins gesehen in dieser Villa? Nee, Moment. Oder ist das dieses Teil gewesen, was hier im Schuppen gestanden hat? Das kann natürlich sein. Nee, das war aber, glaube ich, doch ein Horn. Ein Horn war das, glaube ich. Aber vielleicht kann man das da auch benutzen. Einen starken Duftstoff. Hier, den haben wir ja unterwegs mal gefunden. Auf der Ausgrabungsstätte habe ich Stoff gesehen. Ach so, der sich zur Herstellung der Puppe eignen würde. Moment, Puppe? Mit dem Nebelhorn von der Bootwerkstatt kann man Schiffen Tonsignale geben. Also doch das Nebelhorn. Vielleicht lässt es sich für meine Zwecke verwenden. Das Parfüm aus Mr. Gildens Arbeitszimmer könnte hilfreich sein, aber dafür müsste ich aus dem Parfüm die Pheromone extrahieren. Das werde ich erstmal als Hinweis anheften. So, was ist das jetzt? Parfümflasche. Eine Parfümflasche, auf der ein Elefantenkopf eingraviert ist. Ja, aber das ist doch das, was wir in der Villa gefunden hatten, oder?
In der Flasche befindet sich Schweiß eines Elefanten. Es hätte schlimmer kommen können. Ja, wenn ich jetzt chemische Analyse mache, verstehe ich sowieso wieder nicht, was die von mir wollen, denke ich mal. Ja, das ist wieder dieses. Obwohl, kann man halten, bewegen. Moment, da steht 3 minus 5 und 4. Aber ich glaube, das hat letztes Mal schon nicht geklappt, oder? Kann man das denn irgendwie bestätigen oder so? Hier irgendwas machen? Zwischenklicken, dranklicken, keine Ahnung. Hier ist noch was. Kann ich auch nicht draufklicken. Halten, verknüpfen. Ah, okay. Das kann ich nicht verknüpfen anscheinend. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich habe genau die Sachen jetzt ausgewählt, die rechts drin sind, aber ich bin ganz ehrlich, ich verstehe bis heute noch nicht, wie das funktionieren soll. Ich finde es auch doof, dass es da tatsächlich keine Anleitung zu gibt. Was man jetzt hier eigentlich. Moment, Hilfe. Ich muss mal gucken. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gesehen. Zwei Reagenzien hinausziehen. Eine Aktion hinausziehen. Was für eine Aktion? Ach so, oben. Das muss ich dazwischen machen, oder wie? Kombinieren. Okay. Das probieren wir mal kurz aus. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ansonsten bin ich sowas von überfragt. Kann man das jetzt hier irgendwie wieder Verknüpfung aufheben? So, das muss man rausziehen, ja? Aber ich brauche nur zwei Reagenzien. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Was will ich denn haben? Reagenzien mit Aktionen. Ja, das ist klar. Aber kombinieren, damit Ergebnis-Zielformel entspricht. Kann ich ja nicht, weil ich brauche ja drei Reagenzien. Das ist jetzt das, was ich gerade nicht verstehe. Nee, ich wollte das nicht. Also das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden mit dem. Aber keine Ahnung. Kann ich das mit dreien machen? Nee, ne? Ich habe jetzt nichts mehr hier zum Moment. 3, 4. Nee, keine Ahnung. Also ich verstehe es wirklich nicht. Es wäre schön, wenn einer das versteht, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Weil ich meine, es ist jetzt mit der Hilfe so ein bisschen erklärt worden. Okay, aber wir haben hier unten drei Reagenzien. Deswegen verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum das nicht. Also warum wir die drei nicht benutzen dürfen. Ich mache mal eine Verknüpfung wieder nach hier oben und nach da. Dann haben wir 3 und minus 5, aber wir können trotzdem nur überspringen und wir können. Oder wenn ich jetzt verlasse? Nee, dann wird das wieder zurückgesetzt. Ja, keine Ahnung. Bin ich wirklich überfragt? Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, möchte ich. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, möchte ich jetzt auch nicht so meine Zeit mit verbringen, weil, ja, wir wollen ja auch in der Story weiterkommen. So, das war das hier. Haben wir denn hier irgendwas? Ich habe Pheromone aus der Flüssigkeit extrahiert. Ah, okay. Also ein Lockstoff quasi. Das ist noch angeheftet. Was war das jetzt? Wir müssen. Ich habe schon wieder alles vergessen durch diese ganze Parfümflasche. Flaschensache. Wir müssen Stoff besorgen in der Ausgrabungsstätte. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die Karte. Wir haben ja aber immer noch. Ach ja, Moment. Wir sollten doch, glaube ich, auch noch was da rausholen. Dieses Horn, dieses Ding da. Das sollten wir, glaube ich, auch mitnehmen, ne? Das hier. It might fall an elephant. Genau. So, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Also, den Stoff, den weiß ich noch. Ein Instrument, um das Trompeten eines Elefanten zu imitieren. Das war das hier. Starker Duftstoff. Das wäre dann das, denke ich mir mal, was wir jetzt extrahiert haben. Es klingt wie ein brünstiges Säugetier. Ja, aber den
Duftstoff haben wir doch hier. Pheromone. Alle Hinweise halten. Jetzt kommt's aber. Ha. Okay. Dann. Schauen wir nochmal auf der Karte. Müssen wir sowieso rauf. Ja, genau. Jetzt ist es nämlich auch grün. Ja, das nehme ich mal an. Das wird dann gelb, wenn wir den Fall generell gelöst haben. Das heißt, was ist das? Achso, Zutritt zur... Ja, klar. Da können wir hinporten. So, dann machen wir Kompassmarkierung mit R. So, machen wir da eine hin. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig rum. Ich hoffe, da ich ja eigentlich... Naja, bei ihm bin ich bekannt. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei den anderen jetzt auch bekannt bin. Ich hoffe, dass wir jetzt so da reinkommen, ohne uns nochmal umziehen zu müssen. Dass denen das nicht stört, dass das Ding unten schlacken ist. Get dressed properly and come inside. Ah, okay. Können wir nicht. Können wir das denn wenigstens jetzt hier machen? Oder müssen wir deswegen... Oh, ich hab's geahnt. Es kotzt einen so an, dass das nicht überall geht. Ah, da ist ein Kleidungshändler. Also hier... Irgendwo links, glaube ich, ne? Bist du der Kleidungshändler? Nice affordable clothes. Step right up. So, kann ich jetzt... Ja, jetzt kann ich umziehen. Okay. Arbeiterschürze, zack. Den Rest hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal nicht geändert. Wenn ich mich richtig erinnere. So, sag mir jetzt bitte, dass wir rein können. Stopp, Leute. Okay. Ich wollte gerade sagen, er war hier noch am Meckern, aber das ist gut. Ach so, ja, jetzt muss ich jetzt... Wo kriege ich denn jetzt den Stoff her? Hier unten waren wir schon mal. Die Frage ist, hat der hier auch Stoff? Können wir mit ihm nochmal reden? Nee, jetzt ist das Gelbe wieder weg. Oh, Moment, da ist noch was. This fabric will work. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. Ah, I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Nini und... Ist das diese eine Schneiderin, wo wir gewesen sind? Miss Ninis Schneiderin befindet sich an der Kreuzung Knight Road und Trinity Way in Scaladio. Knight Road und Trinity Way in Scaladio. Kleidungshändler. Achso, hier ist Scaladio. Ah. Oh Mann. Knight Road und Trinity Dingsbums Way. Also ich nehme mal an, da die den Namen kennen, dass wir da gewesen sind. Moment. Nee, das ist Nero Road. Das ist schon Silverton. Knight Road und Trinity. Och, jetzt geht's wieder los, bis ich das jetzt gefunden habe. Trinity Way, da. Das müsste dann hier sein. So, das heißt, Polizeiwache konnten wir da... Ach so, wir können jetzt hier wahrscheinlich nicht rausporten, weil wir jetzt hier in diesem Ding drin sind, ne? Möchten wir, glaube ich, auch gar nicht, weil ich möchte mich ehrlich gesagt vorher nochmal umziehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir da jetzt mit diesen Arbeitsklamotten hingehen. So, dann gehen wir zu dem Zeitungshändler, wollte ich gerade sagen, genau. Zu dem Kleidungshändler eben nochmal hin. Don't pass by. Das ist echt sowas von nervig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man das nicht überall machen kann. Welcome, so. Welcome. Ja, und goodbye. So, jetzt können wir aber rüberporten, oder? Wo habe ich die jetzt markiert? Da. So. Schräg links. Also da rum. Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch noch im Kopf, dass die Polizeiwache da war und wir dann danach rechts gehen mussten. Schieß bloß nicht auf mich, Junge. Geh doch mal aus dem Weg hier. So. Stopp. Halt. Wo war das? War das hier?
Nee, hinter mir. Hä? Ach, da. Ja, hätte ich auch sehen können, ne? Ist sie das? Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Oh, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. Okay. Es wird Zeit, den Elefanten einzufangen. Achso, nee, das ist ja quasi schon vorbei, ne? Das haben wir ja jetzt. Moment. Goliath auf der Spur. Ich sollte mit der wunderbaren Elefantenpuppe zum Kohlegastank in Mr. Gildens Hof gehen und die Attrappe dort mit Gas befüllen. Ah, okay. Dann, wir sind jetzt draußen, ne? Ich kann doch jetzt porten. Da porten wir doch direkt mal hin. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Also, das sind aber coole Farben hier. Gastank. Hatte ich das? Das hatte ich auf jeden Fall irgendwo hinten. War das das hier? Jetzt muss ich mal gucken. Doch, das war doch dieses Gaszeugs hier, oder? Kann ich was machen? Is ja. On. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Ja, männliche Wesen sind da etwas einfacher gestrickt manchmal. Are we ready? I can't stand attention. Ach du Scheiße. We're ready. Let's call the elephant. Versautes Signal ertönen lassen, unterwürfiges Signal ertönen lassen, ungeduldiges Signal, anzügliches Signal. Ich würde sagen, verführerisches, oder? Das passt wahrscheinlich am besten. Magst du Rosinen? Hey, ich auch. Wie wär's mit einem Date? How could anyone resist? Okay, und was ist bei den anderen? Anzüglich? Wenn ich dir sagen würde, dass du einen schönen Rüssel hast, würdest du dich dann damit an mir reiben? I knew a lady once who said just that. Oh Gott, warum musste ich da jetzt gerade an meinen Freund denken? unterwürfiges Signal ertönen lassen? Bitte, bitte, schenkt mir eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Oh, da geht doch der arme Elefant bei kaputt. Too bad I'm not an elephant. Oh je. Vielleicht ein versautes, vielleicht holt ihn das eher hin. Aber ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich alle durchmachen, oder? Wärst du ein Huhn, würde ich mit dir picken. Time, Sherry. Ja, dann haben wir jetzt nur noch das ungeduldige Signal. Hier bin ich. Was waren deine zwei anderen Wünsche? Oh, diese that billige Anmache. A slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Oh. Aber der sieht ganz lieb aus. Oh Gott, hier haben sie auch noch die Augen gemalt. Dieser Blick. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Boah, diese Tussi. Ich mag sie irgendwie überhaupt gar nicht. Wiedergefundener Goliath. Oh Gott, sieht der aus. Aber der ist so
Ist der verliebt oder ist der paralysiert? Das ist ja schrecklich. Ich denke mal, wir sollen ihn untersuchen, ne? Der hatte hier schon einen Pfeil drin stecken. Ah, okay. Moment. A gedrückt halten. Moment, da war eine Spitze. There's something in the needle. In der Nadel. A feathered fletching. This might be promising. Federn sind ein wichtiger Hinweis. Okay. Die sahen aber beide gleich aus, glaube ich, die Dinger, die wir da gefunden hatten, oder? Diese Pfeile. The left tusk is larger and more worn. You're a left tusk elephant. Ein Linkshändler-Elefant. Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Peaceful and compliant. Almost a gentleman. Ja, ich würde eher sagen, der guckt so ein bisschen wie ein Alien. Der guckt irgendwie sehr psychotisch. It injured itself while running through the forest. Na gut, das kann natürlich sein. Und damit ist das Spiel zu Ende. Wir haben alle Hinweise erhalten. Nein, natürlich nicht. Ja, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Untersucht haben wir ihn. Goliath auf der Spur. Was haben wir hier? Ah, Pfeil aus Goliaths Körper. In Goliaths Körper steckte ein Pfeil. Der Pfeil weist Rückstände einer unbekannten Substanz auf. Ja, da sind wir wieder bei der chemischen Analyse. Ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Obwohl, diesmal haben wir nur zwei Sachen. Das könnten wir theoretisch mal ausprobieren. Da hätten wir jetzt... Also einmal probiere ich es jetzt noch. So, da hätten wir jetzt einmal die 3 und minus 3. Aber die minus 3 haben wir hier nicht. Das heißt jetzt was? Dass wir 5 und 2 nehmen müssen? Oder kann man das überhaupt nehmen? Ich habe doch keine Ahnung hier von dem Ganzen. Moment. Ich versuche das jetzt einfach mal. Nee, kann man anscheinend nicht verknüpfen. Der wäre aber auf jeden Fall minus 2 rausgekommen. Ach, ich weiß nicht. Ich mach's jetzt. Keine Ahnung. Es wäre jetzt noch mal ein Versuch gewesen. Obwohl, Moment, hatten wir, bevor das jetzt weggeht, 3 und minus 3 irgendwo? Ich hätte wahrscheinlich... Ah, ich bin doof, ne? Ich hätte 3... Nee, es gibt nur 3 und 1. Dann hätte ich minus 4 haben müssen einzeln, aber die habe ich nicht. Ich habe nur minus 5. Ja, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Pfeil weist Spuren von Strychnin auf. Die für den Pfeil verwendete Menge wäre für einen Menschen tödlich. Reicht jedoch nicht aus, um ein großes Tier wie einen Elefanten außer Gefecht zu setzen. Der Elefant wurde durch den Pfeil vermutlich eher angestachelt, was sich in seiner erhöhten Aggressivität und Stärke äußerte. Okay, aber dieses, wo stand es jetzt? Trychnin, das hatten wir ja bei Paul gefunden, ne? Wenn mich hier nicht alles... Pauls Behälter mit Pfeilen. Trychnin. Haben wir denn auch Mr. Swifts Behälter mit Pfeilen? Da steht nur drin, dass er Pfeile hat. Da steht jetzt nicht drin, was er für Pfeile hat. Also ich bin jetzt überzeugt davon, warum auch immer, dass es Paul war. Den werden wir jetzt mal, oder die, oder wie auch immer, wenn wir jetzt mal hier dran kriegen. Im Körper des Elefanten. Können wir? Oh, ja, können wir. Sowohl Professor Swift als auch Paul Perks hatten den Elefanten mit einem Giftpfeil beschießen können. Ja, aber ich weiß nicht, wie das mit den Substanzen ist. Eine unbekannte Person dafür zu sorgen, jemand wollte Mr. Gillen, eine unbekannte Person, durch das Verschießen eines Pfeils auf Goliath zu schützen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass der angegriffen werden sollte. So, das ist rot. Goliath könnte Mr. Gillen getötet haben. Ja, das ist ja... Naja, ja doch, eigentlich ist es unausweichlich, ne? Mr. Swift könnte im Tatort gewesen sein. Seine Verletzung passt zum Loch in der Schuppenwand. Paul Perks könnte am Tatort gewesen sein. Ja, ich habe mich jetzt auf Paul eingeschossen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich habe mich jetzt auf Paul eingeschossen. Müssen wir denn hier noch irgendwas... Mr. Gillen wollte Paul... Ja. Ich will das so lassen. Und nu? Fehlt uns hier noch irgendein Hinweis oder so?
Also ich kann doch sonst nichts. Mr. Paul schützte seine Forderung. Mr. Paul, Mr. Smith meine ich. Hätte das nicht aufgeben wollen? Ich muss Goliath finden. Das haben wir ja. Habe ich jetzt irgendwas vielleicht übersehen? Goliath auf der Spur. Parfümflasche. Anheften. Oder muss ich ihn jetzt direkt zur Rede stellen? Das kann natürlich... Moment, Gedankenspiele. Das ist aber jetzt noch das, was wir eben gemacht haben. Naja. Ja. Gucken wir mal eben auf der Karte. Also hier haben wir alle Hinweise bekommen. Schlüsselweise erhalten. Hinweise. Da steht immer noch nicht alles drin. Können wir hier denn noch irgendwas... Oder können wir... Moment, ich gucke hier auch nochmal vorher. Ist ja eigentlich nur... die Sache... Ja. Muss ich hier mit irgendjemandem noch mal reden oder was? Was ist eigentlich hier? Komme ich da endlich mal rein? Nee, auch nicht. Okay. Ja, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass wir eventuell zu ihm, aber das ist jetzt grün, dass wir eventuell zu ihr, wie auch immer, noch mal reisen müssen und zur Rede stellen müssen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. So, jetzt sagt er mir immer noch Gedankenspiele, aber meine Gedankenspiele habe ich doch alle durch. Das verstehe ich nicht. Oder ist... Ach so, Moment. Aha, okay. Goliath könnte provoziert worden sein. Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Der Elefant könnte ihn angegriffen haben, um auszubrechen. Ja, das glaube ich aber nicht. Der auf Goliath abgeschossene Pfeil könnte das Tier zu einem Gewaltausbruch provoziert haben. Ja, davon gehe ich aus. Und was haben wir jetzt hier? Paul Perks ermordete Theodore Gilden. Mrs. Perks alias Paul tötete mit Hilfe von Goliath Theodore Gilden. Mit einem Giftpfeil provozierte sie den Elefanten, der auf seinen Besitzer losging. Dessen Tod bedeutete, dass Mrs. Perks die Beziehung mit Imogen ungehindert fortführen könnte. Naja, Liebe oder Beziehung oder was auch immer ist ja ein sehr häufiger Grund, ne, für Mordangriffe und so. Paul festnehmen, Goliath soll leben. Paul laufen lassen, tot für Goliath. Ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich opfer doch nicht den Elefanten. Seid ihr denn deppert oder was? Aber ich lese es mal kurz vor. Mrs. Perks alias Paul war das Opfer von Theodore Gildens aufbrausendem Temperament. Ja, kann man so stehen lassen. Um ihre Karriere zu beschützen, tötete sie Mr. Gilden mit Hilfe von Goliath. Ich werde Goliath zum Sündenbock machen, aber Mrs. Perks muss Cordona verlassen. Vergesst das. Ich bleibe hier links. Paul festnehmen, Goliath soll leben. Goliath, Goliath. Mrs. Perks alias Paul schert sich nicht um das Wohl anderer. Ihre Karriere fußt auf Lügen und Täuschung und sie plante kaltblütig Theodore Gildens Tod. Also, da sie jetzt nicht den Eindruck gemacht hatte, als ich mit ihr gesprochen habe, dass sie eine Mörderin ist, kann man wahrscheinlich wirklich davon ausgehen, dass sie es kaltblütig geplant hat, ja. Muss ja eigentlich, weil wer läuft normalerweise mit so Pfeilen rum? Verschuldet durch sein eigenes Tier. Cordona wird ohne Mrs. Perks sicherer sein. Ja, bin ich auf jeden Fall auch für. Achso, muss ich wieder gedrückt halten. Paul festnehmen, Goliath soll leben. Ja. Aber ich kann es nicht bestätigen. Also wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich muss ich hier... Geh mal aus dem Weg, Junge, bitte. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich Paulinchen, wie auch immer, zur Rede stellen. Ich hoffe, dass das jetzt die Lösung des Rätsels ist. Ansonsten stehe ich nämlich etwas blöd da und weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Es steht immer noch Gedankenspiele drin. Das verwirrt mich ein wenig. Ich hoffe, dass die jetzt noch hier drin ist und irgendwo anders abgehauen ist. Ja, okay. Ha!
Did it feel good killing Theodore Gildon after the humiliation and threats? What? I thought you were blaming Goliath for that. No, no, I think you killed Theodore Gildon. Goliath is, unfortunately, a victim of circumstance. I'm far better than to kill Gildon, believe me. Na, sehr arrogant, finde ich. Ich habe einen Fall gefunden. You see, I managed to capture the elephant. Goliath had a dart stuck in his hide, similar to the ones that you used to kill rodents. My guess is that you used Goliath. A dart can kill a mouse or human, but for an elephant, it's not enough. Strychnine is a powerful stimulant and convulsant. Once the drug was in the bloodstream, Goliath became extremely agitated and so blinded by the flow of energy that he killed his owner. And my dart is responsible for that. I'd rather use my hands. Yes, there would have been fewer variables, but after the attack on you, your condition didn't allow for a direct confrontation. So, you used what you had. That's not what happened. Anyone might have the same set of darts as I do. They're not expensive. But not everyone knew Theodore and had access to his property. Ja. Und da war ja auch noch die Sache mit dem Seemannsmesser, wo wir sie schon drauf angesprochen hatten. Weil, wenn das am Tatort liegt, denke ich wirklich nicht, dass das dieser eine gewesen ist. I can understand why you killed Mr. Gildon. He saw you with his daughter. He checked up on you. Yachtsman, smuggler, and a woman. He went so far as to hire some thugs to attack you. Theodore knew your weakness, your career. He forced you into a corner. You're a survivor. You were prepared for the worst, but Theodore surpassed even your worst-case scenario. So you responded accordingly. I've earned everything myself. Every victory, every trophy, every mangir. I achieved all of it without murder. I don't need to kill in order to win. And you weren't afraid that he would reveal your secret to the owner of the yacht club or your competitors? I can control my fear. Trust me, I wouldn't have become a professional athlete otherwise. Ja, das mit den Ängsten würde ich vielleicht sogar noch zustimmen. You were at the crime scene at the precise moment when Gildon died. I was not. I was visiting the doctor after the attack on me. Ah, of course, where no one saw you. That's an inconvenience. But in any case, the person who was there met the rage of the elephant. One was struck by the gate with such impact that they were thrown into the shed. The knife fell out. The bruises on your elbow match the contour of the hole in the shed. But I told you where my bruises came from. And I heard you, but you didn't catch my words. A bosun's knife was found there, a very specific tool commonly used in your field. That's only your assumption. I was never there. I mean, I was, but not when this happened. Mhm. Nee, aber das ist das, was ich mir auch schon gedacht habe. Paul laufen lassen, Goliath muss sterben. Ich bin doch nicht bescheuert. Paul festnehmen, Goliath kommt frei. I revealed many truths and lies concerning Gildon. One banal fact is that he was a bitter and angry man who acted according to his own desires and impulses. Such people are dangerous, they are unpredictable and value their own comfort more than anything and anyone. The same as you, Paul. Are you out of your mind? You're a gambler, smuggler and actor. You indulge your self-importance. Such egocentricity and impulsivity is frightening. I won't allow you to play with someone else's life. You are under arrest. Wait. At least tell Imogen. Tell her where I am. I think she deserves a space without you. I've heard you can gamble on racing in prison, only it's rat racing. No yachts. Goodbye, Paul. Ob das jetzt... Why did you pick my Paul? Out of all the people on this island. Just when I needed someone I could rely on. Believe me, I saved you. I found the true murderer. Would you really choose to live with the person who took your father's life? You took away the pillar I was relying on. Paul was my only hope. You've destroyed it. It was Paul who destroyed it, not me. I was merely the fact-checker who discovered the real culprit. And now about that elephant. Oh, yes, Goliath. You did nothing about it. I had to deal with it. Fortunately, there was a real man wanting to help me. He agreed to buy Goliath and relocate him to his property. I suppose I must congratulate you. I'd rather you leave. But first, here are my father's belongings.
Some of them have information about your mother. Take them and leave me be. I appreciate it, Miss Gildon. I assure you, I only wanted to find the true perpetrator. Perhaps. Or perhaps you found a convenient scapegoat. Goodbye. I truly hope you meet more honest people in the future. Take care. Also, sagen wir es mal so, ich bin es ja von Sherlock Holmes gewohnt, dass das am Ende immer so aussieht, als ob man doch den Falschen eingebuchtet hat. Aber ja, ich denke mal, dass es Paul war. Also die Indizien alle, die sprachen eigentlich eine eindeutige Sprache. So, was haben wir hier? Brief von Violet Holmes an Theodore Gilden. Mein lieber Theodore, wie Sie wissen, ist mir unsere Freundschaft wichtiger als vieles andere. So sind wir doch beide ratlose Menschen, die eine gewisse Zerrissenheit in sich tragen. Und Ihr Verständnis, wie auch Ihre Unterstützung in schweren Zeiten, waren mir immer ein Segen. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass es das Schicksal so gut mit mir meint. Als Sie an derselben Expedition teilnahmen wie Sieger und ich, mein Leben wendete sich dadurch zum Besseren. Aber ich bin nicht blind und will auch nicht heuchlerisch sein. Ich weiß, dass Ihre Gefühle zu mir stärker geworden sind. Vergeben Sie mir, Theodore. Aber ich empfinde nicht das Gleiche wie Sie. Und ich möchte Ihnen die Qualen einer unerwiderten Liebe ersparen, bevor es zu spät ist. Anbei finden Sie die Halskette, die mir als Erinnerung an unsere gemeinsame Abenteuer geschenkt haben. Sie haben sie mit so viel Bedacht ausgewählt, aber ich kann sie leider nicht länger mit gutem Gewissen tragen. Ich weiß, dass es Ihnen wehtun wird, diese Zeilen zu lesen, und dafür will ich mich aufrichtig entschuldigen. Mein Herz gehört jedoch Sieger, der nach wie vor nichts von Ihren Gefühlen weiß. Sollte dies das Ende unserer Freundschaft bedeuten, so haben Sie dafür mein vollstes Verständnis. Dennoch hoffe ich inständig, dass wir weiterhin als Freunde und Kollegen miteinander verbunden bleiben. Wie all die Jahre zuvor, in denen wir zahlreiche Momente der Freude miteinander teilen durften. Hochachtungsvoll, Violet. So, dann haben wir noch eine Brosche, oder was ist das? My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go? Ja, wir wollen natürlich aufbrechen, aber wir werden das definitiv nicht mehr in dieser Folge machen, sondern in der nächsten Folge, weil wir schon sehr wahnsinnig überzogen haben. Deswegen kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.